So, da sind wir wieder und wir steigen jetzt voll ein in den Kampf. Zack, zack. Ah, wir können also nicht schlagen, weil er am Boden ist. Okay, ja, finde ich fair und... Oh, nee, ich wollte eigentlich gegen die Fässer schleudern, aber okay. Aber jetzt... Bam! Oh, ging sogar gut kaputt. Geil. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, mein Freund. Du gehst nirgendwo hin. En garde, Monsieur! Ah, verdammt, jetzt habe ich die Kamera falsch gehabt. Glaubst du, du kannst uns entwischen? Natürlich kann ich das. Da fällt er einfach um. Alles klar. Würde ich sagen, wir haben es geschafft. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. In einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich. Schon gut, schon gut. Der versteht halt nur eine Kommunikation. Boah, es sieht einfach nur so geil aus. Ich weiß, ich sag's oft, ich werde es noch so oft hören im Spiel, aber... Wir müssen die Tower sichern! Das ist einfach genial. Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. Ich bin ja auf die Kanone. Ah, okay, jetzt muss man die Tower befestigen. Ach, da hinten. Der war ganz schön. Der Steuermann ist hier am Ackern. Den ist Sportlenkrad wollte. Ich bin jetzt hier der Zollfan, so ein Zollruder. Heile, heile machen wir. Wir brauchen mehr Fahrt! Sucht die Segel! Nathan, ihr nehmt den Fockmast! James, übernimmt den Hauptmast! Sind wir da hochklettern? Das läuft, das ist der Wahnsinn. Also, bei so einer Hochschule, der war fast runtergefallen. Und sogar, hab ich, Wahnsinn, ich wüsste es schon. Wir kommen! Keine Angst, wir kommen!
Keine Ursache, Mister. Dafür sind wir da. Das Verfolgerschiff? Da war's kaputt. Erfolgreich entkommen, würde ich sagen. Tag 72. Oh Gott. Überlegt mal, ihr würdet so lange auf hoher See sein. Was würdet ihr da machen? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dass ihr in 72 Tagen auf See... Ich weiß gar nicht, was ihr anstellen sollte. Schiffszwiebel. Oh, weia. Ja, hat die Schnauze voll. Aber kein Wunder, nach so langer Zeit. Oh, da scheint er was gesehen zu haben. Na, falsche Richtung. Eilen wir mal hin, mal gucken, was ist. Nein, hier kommen wir nicht hoch. Kommen wir ja irgendwo. Ach, bestimmt hier hinten war. Ja, genau. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Kränennest, dann seht ihr es. Krass, auch daran haben die gedacht, dass halt die in Küstennähe auftauchen. Krass, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn. Eine richtig gute Idee. Wir klettern hoch, wir klettern hoch. Ist das geil, Leute, oder ist das geil, dieses Bild? Ich liebe meine Freundin, aber dafür muss ich warten. Es tut mir leid. Ist das geil, diese Musik? Boah, Gänsehaut. Boston 1754. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lees. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch einlebt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. No. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau, der bin ich. Geil. Ihr kommt im Auftrag geil, von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir schon, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich sein. Und zack! Laut, dass ich den Apfel. Oh, die denken wirklich an alles. Also, das ist der Wahnsinn. Ja, so war das in der Zeit. Da hatte nicht jeder. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht.
Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Ja, gucken wir mal. Um die Weltkarte zu öffnen, ich habe natürlich die falsche Taste gedrückt. Karte, oh. Ey, wenn das die ganze Karte ist, ja. Das ist geil. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Guckt es euch an. Also Leute, ohne Scheiß, ihr müsst euch dieses Spiel kaufen. Es ist für wirkliche, auch die es nicht leiden, nein, ist jetzt scheiße gesagt, aber auch die, die damit nichts am Hut haben. Die ersten Minuten haben mich schon so von diesem Spiel überzeugt, dass ich sage, also das Geld ist definitiv mal nicht aus dem Fenster geschmissen. Ja, also so ein Detailreichtum, guckt euch einfach mal an, hier alles schön, die kleinen Kinder hier und... Lass mich doch mal durch, Kinder. Hey. Ha, ich bin aber schneller als ihr. Haha. Komm damit zurück, du Schurke! Ach, hier kann man... Oh, guck mal. Hundi. Oh, interagieren. Cool. Oh, ist das geil. Haha, kannst du nicht... Oh. Feiner Wuffi. Das ist cool. Das ist ein geiler Gag. Also geil. Oh, der will was von uns. Verdammte Schnösel. Diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin ist mir eine Ehre. Was? Ethan Kenway. Geil. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Wir versuchen unser Bestes. Nun, das war interessant. Geil. Benjamin Franklin. Cool. Das Boston Country Journal. Was wird damit drin? Ah, müssen wir starten. Briefe in Boston überbringen. Okay. Habt ihr Probleme südlich des Äquators? Dann ist Jack Fredericks euer Mann. Diskret, effektiv und preiswert. Ja, gehen wir aber erstmal hier rein, würde ich sagen. Gucken wir uns die ganze Sache mal an. Ein Schwert und eine Pistole kaufen. Wo? Warum nicht? Handeln. Was braucht ihr, mein Herr? Ich möchte eine Pistole und ein Schwert kaufen. Ah, wir haben also bloß eins zur Auswahl, okay. Reicht ja für den Anfang auch. Geil gestaltetes Menü, muss man sagen. Also die Leute haben sich echt schon Mühe gegeben, kann man nicht anders sagen. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch Achtung. Die Zimmer sind geräumig. Und man steht doch keine Frage. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah. William Johnson erwartet uns schon in Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut. Aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir.
Also die Briefe werden wir nachher machen, weil ich würde erstmal sagen, wir machen die Mission und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt absteige, die Mission in dem Punkt jetzt dann abbricht. Ja, sitzen wir mal ab. Willkommen in Boston! Ah, was ist denn das? Belohnung. Hey, ich will hinterher. Ach, das sind die Dinger für Benjamin Franklin, okay. Gut, das müssen wir uns merken. Die müssen wir dann finden. Oder fangen, in dem Punkt besser gesagt. So. Hallo, ich hab nichts gemacht. La 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 la. Sorry. Denn würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal an.